fängt ja gut an. Eine Piratenfahne. Wo steckt der Pirat? Aha, da kommt er ja. Was sucht er? Ah, er hat kein Boot. Futsch, weg, gestohlen von anderen Piraten. Wir können ihm helfen. Wir falten ihm eben mal ein neues Boot. Ich zeige das jetzt mal mit einem Bogen Schreibmaschinenpapier. Das kann man aber auch aus Zeitungspapier, aus Packpapier oder auch aus Buntpapier falten, wie es dir oder dem Piraten gefällt. So, jetzt haben wir schon mal einen Hut und jetzt noch die Seiten auseinanderziehen. Fertig und ab geht's. So, jetzt brauchen wir noch ein Meer. Hierfür reißen wir Papier aus verschiedenen Blautönen in Streifen. Dann brauchen wir noch ein paar Wolken und natürlich eine Sonne. Hierfür nehmen wir gelbes Papier und reißen die Sonne schön rund. Und da fährt der Pirat ja auch schon in seinem neuen Boot. Er fährt übers offene Meer bis zu einer Bucht im Dschungel. Was glitzert und schillert da im Wasser? Oh, ein großer Glitzerfisch. Da schwimmt ja noch was. Eine Nixe mit goldenem Haar. Sowas hat der Pirat noch niemals zuvor gesehen. Digga, ein Krokodil. Nicht bewegen. Oh, es schwimmt vorbei. Puh. Der Pirat segelt weiter durch den Dschungel. Zwischen den Blättern bewegt sich schon wieder etwas. Ein Schwimmer. Der will aber gar nicht an Bord. Der winkt nur freundlich. Da, noch ein Pirat mit einem Holzboot. Der dreht aber sofort um und umkreist seinen Schatz, den er am Meeresboden versenkt hat. Vorsicht also. Sein Geheimnis ist aber nicht unentdeckt geblieben. Die Hexe weiß, wo der Schatz versteckt ist. Oh, hier gibt's ja auch Indianer. Die Kreuzspinne hat den Schatz zuerst entdeckt. Sie sieht einfach alles und sie ist mit der Hexe befreundet. Keine Angst, sie ist nett und kuschelig. Und am Ufer warten die Freunde des Kork-Indianers. Was die wohl vorhaben? Mutig segelt der Kork-Indianer zu dem Versteck des Piraten. Was wird wohl als nächstes geschehen? Aber Vorsicht, giftige Blätter-Piranhas bewachen den Schatz. Piratenschiffe falten, Pappburgen bauen, fliegende Teppiche weben, mit Korken und Blättern stempeln und Kuscheltiere selbst machen. Basteln ist ein Riesenspaß. Und das Beste, die fertigen Basteleien sind nicht nur zum Anschauen da. Du kannst mit ihnen spielen, dir Geschichten dazu ausdenken, Musik damit machen und. Dieses große Bastelbuch macht der ganzen Familie Freude. Viel Spaß beim Basteln, wünscht Sabine Loof. Über 100 bunte Bastelideen für jede Gelegenheit und für kleine und große Hände, nach Materialien geordnet und mit vielen einfachen Schritt-für-Schritt-Anleitungen.